Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit rief Jesus die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben, und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf dem Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber an einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die 12 machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernde, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe richtig Geschmack dran gefunden, an unserem täglichen Wort des Lebens, das wir in diesen Wochen mit viel mehr Zeit als sonst hören und vielleicht auch aufnehmen können, weil es ja wirklich spannend ist, was Jesus der Reihe nach tut. Und erst wenn man das weiß, weiß man, an wen wir glauben und was er denn alles getan hat. Schaut, wir haben jetzt 4 große Wunder Jesu gehört die letzten Tage. Ich habe es gestern zusammengefasst. Und dann schon wieder den nächsten Widerspruch, und zwar in seiner Heimat, in der Synagoge in Nazareth. Einfach aus der Geisteshaltung heraus, der soll so sein, wie er immer war, wie es sich gehört bei uns in unserem Ort, wie wir es gewohnt sind, und alles andere wollen wir nicht. Sie lehnten ihn ab mit dem Neuen, das er brachte. Nur einige Kranke, die in Not waren, die heilte er, die hatten ein offenes Herz. Bei den anderen tat er keine Wunder. Jesus wirft uns das Heil nicht nach. Er bietet es an, und wenn Glaube da ist, dann werden wir auch sein Heil erfahren. Aber was wir schon gelernt haben diese Wochen, ist immer ein geistiger Kampf zwischen Heiligem Geist und dem Heil, das da verbreitet wird durch Jesus, und Ungeist und dem Widerstand, der Ablehnung, die dieser hervorbringt. Wir wissen ja schon, am Ende muss alle verkehrte Geistigkeit weichen vor der Wahrheit Gottes. Aber dieses Ende ist halt erst erreicht, wenn man dann vor der Herrlichkeit Gottes steht. Da ist man schon gestorben, im schlechtesten Fall. Im besten Fall kommt der Heilige Geist in dieser Welt schon herein. Und heute lernen wir, dass Jesus nicht aufhört in diesem Kampf, immer wieder was Neues hineinzuwerfen. Nicht? Erstens lässt er sich selbst nicht aufhalten, und heute wirft er seine ersten 12 Lehrlinge in diesen Kampf, in diese Aufgabe. Er schickt jetzt die 12 aus, die er schon einige Zeit bei sich hatte. Wir üben uns ja da die Wochen bei ihm sein, im Gebet, vertraut werden mit ihm, auf ihn schauen, auf ihn hören.
denen er schon viel gelehrt hatte und die er dann aussenden wollte, und jetzt sendet er sie aus. Und wir wissen schon, das ist wieder nicht so, dass wir sagen, ja gut, die 12, die sollen gehen, die sollen das machen, sondern die 12, das sind nur die ersten von allen Getauften. Jeder getaufte Christ hat diese Sendung, mit Jesus vertraut werden, ihn kennenlernen, seine Worte, und dann wissen, jetzt bin ich dran, dass ich auch umsetze dort, wo ich stehe und bin. Nur damit uns die Aktualität dieser Erzählung bewusst ist, denn auch der geistige Kampf ist nicht weniger geworden heute wie vor diesen tausenden Jahren. Ein bisschen was, wie das vor sich gehen wird. Erstens steht heute da jeweils zwei zusammen, das ist schon angenehm. Jesus genügt es, alleine aufzutreten. Aber uns gibt er einen zweiten zur Seite. Zu zweit ist man etwas mutiger als wir alleine. Und es hat noch einen anderen großen Sinn, wenn einer von uns was sagt, das ist schnell relativiert. Aber wenn da schon ein zweiter daneben ist, der sagt, ja, das glaube ich auch. Und wenn der eine redet und der andere betet, das gibt eine Kraft. Das ist ein Prinzip, das sich immer bewährt hat in der Geschichte der Kirche. Sehr spannend ist, dass sie jetzt dasselbe machen können wie Jesus selbst. Er gibt ihnen die Vollmacht, von der wir am Sonntag schon gehört haben, die göttliche Macht, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, die unreinen Geister auszutreiben. Schon wieder das Gleiche, wie wir es bei ihm selbst gehört haben, wie das Markus jedes Mal betont. Das Entscheidende, wozu Jesus kommt, ist, verkehrte Geisteshaltungen zu vertreiben und Heiligen Geist Raum zu schaffen, dem Leben zum Aufblühen zu verhelfen, dem wirklichen Leben. Und interessant ist auch, dass diese leichte Marschausrüstung von uns Jüngern Jesu, und da merkt man es auch, wenn die Christen irgendwie zu verbürgerlicht werden, wenn auf einmal wichtig wird für die Angestellten in der Kirche, wie viel da zu verdienen ist, und je mehr, umso besser, dann ist das absolut gegen die Anweisung Jesu. Jesus sagt, leichtes Marschgepäck, du brauchst nicht viel. Ja? Keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd, leichte Schuhe. Warum? Nun, wenn einer als Jünger Jesu das Gute austeilt, dann wird auch viel Gutes zurückgehalten von den Leuten. Das ist auch eine Erfahrung, die man immer wieder macht. Da muss man sich selber gar nicht so viel um seinen Unterhalt sorgen. Und man bleibt damit natürlich ganz verfügbar für die Sache, für die Aufgabe. Man kreist nicht um sich selbst. Und dann kommt man an, heißt hier, in den Häusern, und man darf sich in jedem Haus, in dem man aufgenommen wird, sagt der Herr, bleibt's dort. Selbst wenn es dann draufkommt, dass dieses Haus nicht immer so optimal ist und noch nicht alles im Heiligen Geist ist, das erfährt man ja auch in jeder Berufung, auch in der Eheberufung und überall. Wir kommen nirgends hin, wo der Himmel schon ganz da ist. Aber ein Christ kann überall bleiben, weil er den Blick zum Himmel hat, die Verbindung zum Himmel hat. Das ist auch ein Zeugnis. Ja, wir wissen, es ist noch nicht alles heil, aber wir bleiben da und geben Zeugnis fürs Heil. Und enden tut die heutige Jüngerunterweisung damit, dass er sagt auch, aufdrängen braucht es euch nicht. Wenn einer euch nicht hören will, dann zieht weiter. Wir bieten an, wir zwingen nicht. Aber eines sollt ihr schon machen, ein Zeichen da lassen, dass ihr da wart, dass das Angebot gesetzt wurde. Das ist dieses Staub von den Schuhen schütteln, dass keiner dann sagen kann, ich habe es ja nicht gewusst. Es ist schon jeder Mensch verantwortlich, ob er das Heilsangebot annimmt, wenn es ihm gereicht wird. Ihr merkt es, ganz spannende Unterweisungen, die uns der Herr noch mitgibt, bevor er uns an die Arbeit schickt. Und dann heißt es als Ergebnis, die ersten 12 machen es und
sie rufen auf zur Umkehr, sie machen es wie Jesus, zuerst predigen sie, zuerst reden sie, zuerst machen sie aufmerksam, Hinwendung zu Gott braucht der Mensch, dann treiben sie die Dämonen aus, und zwar viele heißt es hier, und dann kommt das Heil zu den Leuten. Viele Kranke erfahren Heilung, zumindest das Vertrauen der Seele. Und das dürfen wir auch leben. Und das wollen wir uns heute auch mitnehmen als Wort des Lebens. Wir wollen uns von Jesus senden lassen und die Menschen auf ihn aufmerksam machen, Verkehrtes beim Namen nennen und Heil ausstrahlen, austeilen. Amen.